einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute bei einer Veranstaltung des VIBEN dabei zu sein und darf Sie auch alle Freunde der Verhaltensökonomie noch einmal ganz herzlich begrüßen. Vielleicht darf ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Unternehmerin, arbeite auch seit 3 Jahren in der Politik und bin aber vor allem auch Mutter von 3 Kindern, wovon 2 Mädchen sind, und bin deswegen auch auf unterschiedlichen Ebenen mit der Thematik, die wir heute am Abend hier besprechen wollen, nämlich mit dem mangelnden Interesse von Mädchen an den MINT-Fächern und wie wir sozusagen diesem mangelnden Interesse entgegenwirken können, konfrontiert. Einerseits im Unternehmen, weil wir natürlich die Probleme haben, die geeigneten Fachkräfte in der ausreichenden Anzahl zu finden. Es geht allen Unternehmen gleich. In der Politik, weil wir immer wieder mit dem Thema Gender Pay Gap konfrontiert sind. Und aber als Mutter, weil man sich natürlich immer auch überlegt und fragt, wie man die Kinder am besten auf die Zukunft vorbereiten kann. Und genau deswegen war und ist mir dieses Thema so wichtig, und das war auch der Grund, warum ich vor einigen Jahren mit Gerhard Fehr in Kontakt getreten bin und in Folge dann auch mit dem IHS. Und unser aller Ziel war es, dass wir tatsächlich empirisch erheben möchten, warum dieses mangelnde Interesse da ist und was wir dagegen auch tun können. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz herzlich beim Gerhard Fehr, der ja heute leider nicht da sein, bedanken. Er war da ein wirklicher Mitstreiter, extrem interessiert an der Sache, an dem Thema. Und ich glaube, gemeinsam ist uns da auch etwas Schönes gelungen. Wir haben ein verhaltensökonomisches Experiment designt und ein Spiel entwickelt, das unserer Meinung nach tatsächlich dazu beitragen kann, Mädchen nachhaltig mehr für MINT zu interessieren. Und vor allem die so ärgerlichen Hemmfaktoren in dem Bereich, wie das mangelnde Selbstbewusstsein von jungen Mädchen, der mangelnde Wettbewerbswille von Mädchen in technischen Fächern, zu verringern und die Freude an diesen Fächern tatsächlich zu erhöhen. Und ich glaube, die Auswirkungen von diesem Spiel oder überhaupt von der Thematik, Mädchen mehr für MINT zu begeistern, sind zweifach und sind zweifach auch wichtig. Einerseits geben wir natürlich den Unternehmen die Chance, in einem größeren Pool an Fachkräften zu schöpfen. Aber andererseits, und das ist mir besonders wichtig, geben wir den jungen Mädchen die Chance, einerseits gut bezahlte und sichere Jobs zu haben, auf der anderen Seite aber vor allem auch spannende Jobs zu erlangen, wo sie einfach etwas bewirken können. Und wenn wir daneben dann auch noch Thematiken wie eben die Stärkung des Selbstbewusstseins, der Wettbewerbsfreude und des Growth Mindsets auf der einen Seite, aber auch die Stärkung von Fähigkeiten, die im Alltag gebraucht werden, wie zum Beispiel vernetztes Denken, Problemlösungskompetenzen etc. Wenn wir das erhöhen können, dann ist uns, glaube ich, wirklich etwas gelungen, worauf wir stolz sein können und was wir auch entsprechend weiterentwickeln möchten. So, liebe Kerstin, wir haben gehört, dass es diesen Mangel gibt an Nachwuchskräften im MINT-Bereich, und das, was wir sehen, das wird sich auch mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht ändern. Und speziell bei den Mädchen haben wir diesen Nachwuchsmangel. Und wir haben uns gefragt, als Verhaltensökonomen, die Verhalten verändern wollen, wie wir das schaffen. Und bevor wir da einsteigen, kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, warum es denn diese Unterschiede in den Präferenzen zwischen Mädchen und Burschen gibt, obwohl wir ja wissen, dass in der Volksschule die Ergebnisse in Mathematik zum Beispiel zwischen Burschen und Mädchen gleich gut sind, also die können gleich viel in Mathe, haben aber da schon in ihrer Kindheit unterschiedliche Präferenzen. Ehrlich gesagt, weiß man dazu aus der Forschung und auch aus der verhaltensökonomischen Forschung noch recht wenig. Deswegen ist unsere Studie auch eine der ersten Studien, die sich überhaupt dieses Interesse anschaut und insbesondere das Interesse an MINT. Wir haben verschiedene Faktoren untersucht. Dazu gehört zum ersten das stereotype Denken, das Mädchendenken, MINT, das ist wohl nicht für mich und das passt nicht zu meiner Identität. Das andere ist das sogenannte Growth Mindset. Kurz gesagt, dass man sich Sachen auch zutraut. Ein bisschen verwandt ist das Selbstbewusstsein, dass ich denke, ich bin auch wirklich gut in dem Bereich, und Wettbewerbsvorlieben, weil MINT-Fächer als wettbewerbsintensiv gelten. Diese 4 Faktoren haben wir uns angeguckt, weil diese 4 Faktoren mit dem MINT-Interesse oder wie sich Kinder womöglich für eine weiterführende Schule entscheiden, dafür gibt es empirische Evidenz, dass diese Faktoren eine Rolle spielen können.
Und wir haben jetzt in unserer Studie untersucht, wie ist es eigentlich in der Volksschule? Also wir gucken uns sehr, sehr junge Kinder an, und zwar, weil sich Präferenzen in sehr frühem Alter bilden und die wichtigen Bildungsentscheidungen werden früh getroffen. Und was wissen wir darüber, wie man das verändern kann? Unsere Studie zeigt, dass eine digitale Intervention, wir haben ja unser digitales Spiel Robitopia entwickelt, dass man diese, wir haben sie Hemmfaktoren genannt, dass wir diese verändern können. Das zeigt uns auch, dass diese gesellschaftlich geprägt sind. Das heißt, das Spiel, das adressiert genau diese Hemmfaktoren und versucht, diesen Genderunterschied, der gesellschaftlich geprägt wird und befeuert wird, auszugleichen und dadurch auch das MINT-Interesse zu fördern. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Selbstbewusstsein in MINT erfolgreich fördern können, dann wirkt sich dies auch positiv auf das MINT-Interesse aus. Und ganz konkret kann man sich das vorstellen, oder? Wir haben da weibliche Role Models auch, oder? Ein ganz großer Faktor, genau, sind diese Role Models so, dass sich Mädchen mit MINT-Berufen auch identifizieren können und sich das dann am Ende auch zutrauen. Und was sind jetzt aus deiner Sicht so die spannendsten und wesentlichen Erkenntnisse, die wir aus diesem Experiment gezogen haben? Ich finde ganz viele Dinge spannend. Und zwar zum einen natürlich die Forschungsfrage, weil sie sehr neu ist, dass man schon in diesem frühen Alter auf dieses MINT-Interesse schaut und versucht, das MINT-Interesse zu messen. Besonders spannend ist natürlich, dass unser digitales Spiel, was diese Hemmfaktoren beeinflusst, es tatsächlich schafft, auch Mädchen diese Wettbewerbsfreude zu entlocken und auch selbstbewusster in MINT zu machen, und dass sich das überträgt. Also diese beiden Hemmfaktoren können dann erklären, warum wir diesen MINT-Interessengap um 20% schmälern konnten zwischen den Burschen und den Mädchen. Und ich denke, das ist ein ganz tolles Ergebnis und eines, was uns zuversichtlich stimmen sollte, dass man etwas gegen diesen Gender Gap unternehmen kann. Gab es denn noch etwas, was so ein überraschendes Ergebnis war für uns? Ja, also verschiedene Dinge haben schon überrascht. Also wir waren sehr zufrieden. Die Kinder konnten dieses Spiel ja zu Hause spielen, und wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie viele Kinder das wohl wahrnehmen werden. Das hängt natürlich auch von den Eltern ab. Hier haben wir sehr guten Rücklauf bekommen. Es waren über 60%, die sehr regelmäßig gespielt haben. Das ist für so eine Studie schon sehr gut, und das zeigt vielleicht auch in unseren komplementären Fragebögen an die Lehrerinnen und die Eltern. Da konnten wir feststellen, dass die Akzeptanz von digitalen Lehrspielen als Unterstützung zum normalen Lehralltag und zu den Standard-Lehrmaterialien erwünscht ist und sehr akzeptiert ist. Und wir haben auch konkret nach der dritten Volksschulklasse gefragt, da hier am Anfang auch in unserem Forschungsteam Bedenken waren, ob die Akzeptanz so besonders groß ist. Aber durchschnittlich ist die Akzeptanz sehr groß. Das Ganze war vor Corona, jetzt haben wir Corona-Zeit, es ist top aktuell, dass man hier digital unterstütztes Lernen hat. Das ist vorher durchgeführt worden. Jetzt einfach letzte Frage an dich, kann man sowas ausrollen, Robitopia, aus deiner Sicht? Das kann man natürlich sehr, sehr gut ausrollen, und das ist vielleicht auch der Reiz an dieser digitalen Intervention. Bisher gibt es in der Forschung einige Experimente zu Vorbildern, die man in die Klassen schickt. Das ist natürlich ein enormer Aufwand, MINT-Vorbilder in Klassen zu schicken. Und noch dazu gibt es natürlich diese Forschung zu digitalen Spielen, dass diese sehr individuelles Feedback geben können. Und das ist ja auch bei unserem Spiel der Fall, dass die Kinder interagieren mit dieser Plattform und selbst Punkte erspielen können, sofort Feedback bekommen, Badges als Heldin der Mathematik erhalten. Und dieses individuelle Feedback, das ist im Unterricht den Lehrern bei 20, 25 Kindern, ist es nicht zumutbar und nicht leistbar. Und das ist natürlich noch ein weiterer Vorteil von einem digitalen Spiel.
gerne kurz eröffnen mit zwei Fragen. Einerseits an Martin Kocher und Gerhard Fehr, nämlich so Experimente und Schule. Das ist ja ein ganz unheikles Thema im Sinne von seit ewigen Zeiten wird auch ein bisschen drüber, wird immer bekrittelt, dass da und irgendwas probiert wird und alles recht umstritten ist. Auf der anderen Seite dürfte das ein Experiment gewesen sein, das sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ist das vielleicht trotzdem ein neuer Zugang, um Defizite im Bildungssystem rechtzeitig zu erkennen und vor allem effektiv zu bearbeiten? Und an die Therese Dienst, was muss denn jetzt passieren, dass wir sowas durchbekommen, dass das in den nächsten Jahren sozusagen tatsächlich auch in unserem Bildungssystem und auch in den Köpfen und den Mindsets der Kleinen und so weiter ankommt. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein heute Abend. Auch in der Weihnachtszeit sind vielleicht nicht so viele Veranstaltungen gerade jetzt, aber in der Vorweihnachtszeit wie normalerweise, aber trotzdem gibt es genug zu tun. Freut mich, dass so viele da sind. Bei Experiment denkt man sehr rasch immer an Versuchskaninchen und letztlich ist das auch richtig, nur wir sind alle immer wieder Versuchskaninchen und es geht darum, nicht rum zu experimentieren, das ist ein bisschen ein abfälliger Begriff, es geht darum, systematisch zu lernen, es geht darum, eben eine Hypothese zu bilden. Wir hatten sehr klare Vorstellungen, wie so ein Spiel gebaut werden sollte, wir haben es umgesetzt und haben dann einen sehr harten Test gemacht, ob es tatsächlich auch funktioniert, ob dieses Spiel auch die Effekte zeigt, die wir erwartet haben. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was einzigartig ist. 40 Schulen beteiligt, eine ganze Reihe von Eltern, Lehrer, Direktoren, Landesschuldirektionen, Bildungsdirektoren jetzt, wie es heißt, und so weiter und so weiter. Und über 1100 Schülerinnen und Schüler. Und es geht einfach darum, systematisch zu lernen und nicht nur Versuche zu machen, Schulversuche, aus denen man dann keine Schlussfolgerungen zieht, weil sie nicht systematisch sauber evaluiert werden. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir experimentieren sehr viel, überall. Das ist gut so, aber gutes Experimentieren heißt systematisch lernen aus diesen Experimenten. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Wir sollten das nicht nur im Schulbereich machen, aber da ganz besonders, aber in vielen anderen Bereichen genauso. Und ich glaube, der Gerhard Fehr wird sich dem anschließen können. Ja, danke. Danke, Martin. Ich würde sagen, das Experiment ist das einzige wissenschaftliche Tool, das in den letzten 300 Jahren eigentlich jeden Trend widerstanden hat. Und gibt uns eigentlich die Möglichkeit, Wolf Lotter sagt es ganz gut, kontextkompetent zu werden. Und kontextkompetent heißt nicht Reduktion von Komplexität. Wir sehen in der Politik, was das heißt. Das heißt Populismus, das bringt nichts. Sondern das heißt, in der Komplexität, die besteht und die man ja auch dementsprechend verstehen muss, oder? Verschiedenste Themen wirklich mit Probanden, mit Menschen durchzuspielen und zu schauen, was rauskommt. Ist eigentlich was völlig Normales eigentlich. Jeder von Ihnen ist experimentiert in Ihrem Leben. Das Einzige, was Sie die letzten 100 Jahre verlernt haben, ist, dass es ein wichtiges Element ist in der Weiterentwicklung, nicht nur im wissenschaftlichen Element, sondern vor allem im gesellschaftlichen und im politischen und auch im unternehmerischen Kontext. Und einfach nur hier nochmal die Brücke zum Experiment zu schlagen. Alle erfolgreichen Unternehmen in der digitalen Welt, und ich wiederhole, alle erfolgreichen Unternehmen in der digitalen Welt sind experimentelle Unternehmen. Und wir könnten es anders sagen. Alle nicht erfolgreichen Unternehmen in der digitalen Welt experimentieren nicht. Und was heißt, warum, und das ist einfach nur mal ergänzend zu Martin, warum ist das Experiment so ein ganz, ganz starkes Instrument, dass wir wirklich auch, umso unsicherer und komplexer die Welt wird, umso notwendiger wir es benötigen, ist, weil die Kerstin hat es gut gesagt, wir haben jetzt in diesem Experiment extrem geniale Resultate gefunden und wir waren erfolgreich. Aber viel wichtiger ist es noch, dass ganz viele Experimente nicht erfolgreich sind. Und ein Experiment heißt eben nicht viel zu investieren, sondern mit wenig Menschen das zu machen, ja, zu schauen, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn es nicht funktioniert, es eben nicht auszurollen. Das ist so ungefähr das Wichtigste, was es gibt. Jetzt hatten wir das Glück, und darum können wir das auch präsentieren, dass wir extrem geniale Resultate hatten. Das heißt, das, was wir machen können, kann man ausrollen, aber einfach um die Frage nochmal zu beantworten, es gibt ja nicht fast keine Fragestellung heute gesellschaftlicher, politischer oder unternehmerischer Art. Und ich möchte nochmal in die Covid-Krise die Brücke schlagen, wo man nicht experimentieren kann. Experimentieren heißt wirklich systematisch zu lernen. Systematisch zu lernen heißt nichts anderes wie Daten
dementsprechend sprechen zu lassen und eine gute Datenbasis zu haben. Und eine gute Datenbasis zu haben, heißt dementsprechend gute Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir in diesem Fall gemacht. Therese, da ist eine Frage reingekommen, die aber gleich auch zu dir passt, weil du ja jetzt dran wärst. Und zwar war die Frage nach einem Rollout. Ja? Also angenommen, man möchte es in einer Bildungsregion an den Volksschulen ausrollen. Ja? Also wie funktioniert denn das? Und ich glaube, da bist du ja schon relativ weit in den Planungen. Ja, genau. Danke sehr. Also schönen guten Abend jetzt auch nochmal persönlich von meiner Seite. Wir haben uns über diese Ergebnisse wirklich besonders gefreut, weil, wie gesagt, immer wenn man ein Experiment macht oder ein systematisches Lernen machen, weiß man nicht, was man dabei herauskommt. Und deswegen war das natürlich toll, dass diese Ergebnisse tatsächlich so vielversprechend sind. Was sind jetzt unsere nächsten Schritte? Wir würden gerne dieses Spiel über zwei Schienen idealerweise ausrollen. Und die wichtigste Schiene sind definitiv über die Schulen, also über die Volksschulen selbst. Ich bin in Kontakt getreten, jetzt einmal sozusagen als Pilotregion habe ich mir Oberösterreich herausgenommen. Einerseits, weil es sozusagen die Schulen, die bei dem Experiment teilgenommen haben, Wiener Schulen und oberösterreichische Schulen waren. Ich bin ursprünglich eine Oberösterreicherin, unser Unternehmen ist in Oberösterreich. Und deswegen, das Thema MINT ist in Oberösterreich ein sehr wichtiges, auch im Schulsystem selbst. Und deswegen bin ich sozusagen dort mit den Zuständigen in Kontakt getreten, mit der Landesrätin und vor allem auch mit der Bildungsdirektion. Und es ist jetzt so, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne mit Anfang nächsten Schuljahres 2021, 2022 tatsächlich ausrollen. Also wir sind jetzt in den Vorbereitungen und dadurch, dass das in Oberösterreich eigentlich so gut geklappt hat und so einen großen Anklang, ich sage jetzt einmal, auf der Bildungsdirektionsebene hat, wird dann sicher der nächste Schritt sein, auf die Bildungsdirektionen von anderen Bundesländern sozusagen heranzutreten. Also das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene, die wir auch gerne gehen möchten, ist über die Unternehmen. Wie gesagt, das sind ja im Endeffekt die davon auch langfristig profitieren sollen, neben den Frauen selbst. Und war da auch mit einigen Unternehmen in Kontakt, prinzipiell einmal, um das ein bisschen anzuteasern, weil man kann es natürlich sozusagen über die Mitarbeiter, die ja sehr, sehr oft auch selbst Eltern sind, sozusagen verbreiten. Ich kann das jetzt sagen, entweder man bringt das über das Intranet oder verbreitet das einfach über die Company News. Und jeder, der daran interessiert ist, kann das dann zu Hause auch mit den Kindern machen. Hat natürlich den großen Vorteil, und das ist vielleicht auch ein zweiter Punkt neben dem Thema Ausrollung des Spiels. Ich glaube, wir müssen insgesamt einfach noch stärker eine Bewusstseinsbildung in diesem Thema machen. Also wir müssen noch verstärkt an die Lehrer und an die Eltern mit diesen in Kontakt treten, um ihnen einfach sozusagen über dieses stereotype Denken, das einfach sehr stark vorherrscht, und das hat sich auch mit diesem Experiment bewiesen, dass nämlich Mädchen für MINT begeistert werden können, durch so ein, will ich sagen, einfaches Spiel, weil es ist ein tolles Spiel, aber durch ein Spiel, das man 4 Wochen spielt, und damit auch den Eltern und den Lehrern bewusst zu machen, wie leicht es eigentlich wäre, Mädchen für MINT zu begeistern und wie wichtig das auch wäre. Okay, dreimal ist jetzt die Frage gekommen nach dem Studiendesign. Die Kerstin hat schon in den Chat geschrieben, dass es da einen Link gibt, wo man sich das anschauen kann. Können wir trotzdem vielleicht in ein paar Sätzen grob das Studiendesign ein bisschen beschreiben? Das können wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ganz gut, das kurz zu beschreiben, außer Kerstin möchte übernehmen. Ich sage vielleicht was und Kerstin kann mich gerne ergänzen, wenn sie möchte. Wir haben also in 39 Schulen zufällig ausgewählt, mein Blockdesign, entweder diese von uns gemeinsam mit FairAdvice und der Theory Content Creation entwickelte Plattform, das ist eine webbasierte Plattform, ausgerollt, die eben das MINT-Interesse stärken sollte, oder die Schülerinnen und Schüler gebeten, eine Placebo-Plattform zu spielen, eine bestehende Lernplattform, das gibt die Schulen auch verwenden. Und die Idee war einfach dann zu schauen nach der zufälligen Zuurteilung, wie entwickeln sich die Parameter. Wir haben vorher gemessen in allen Schulen, in allen 39 Schulen, danach gemessen. Und gemessen haben wir gewisse Mechanismen, wie eben zum Beispiel Stereotype, Wettbewerbseinstellungen, ähnliche Dinge. Und wir haben danach gemessen wieder Stereotype, Wettbewerbseinstellungen,
ähnliche Dinge und das Interesse an MINT-Fächern und anderen Fächern. Das ist mit mehreren Maßen basiert. Das Hauptmaß, das wir verwenden, ist einfach eine Angabe über Berufswünsche. Die haben sich tatsächlich bei den Mädchen massiv verändert in Richtung MINT-Berufe. Wir haben aber auch andere Sachen noch gemessen, einen sogenannten Implicit Association Test, andere Dinge. Wir haben natürlich das Ganze auch an die Buben ausgerollt. Interessanterweise gab es bei den Buben relativ wenig Effekt, oder hat sich nicht verschlechtert, aber auch nicht stark verbessert, das Interesse. Das war aber auch, glaube ich, eine Folge der Tatsache, dass das Spiel spezifisch so gedesignt war, dass das Mädchen noch stärker ansprechen sollte als Buben. Das war eine Intervention, das ist, glaube ich, wichtig nochmal dazu zu sagen, die nicht in der Schule stattgefunden hat. Das heißt, wir sind da hingegangen, haben das vorgestellt, haben die Maße erhoben vor der Intervention. Und dann haben wir die Schülerinnen und Schüler gebeten, mit ihren Eltern zu Hause auf den Endgeräten jeden Tag für 4 Wochen kurz, ein paar Minuten, 10 Minuten sind das, 15 Minuten, diese Webplattform aufzurufen, um eben da Probleme zu lösen, Feedback zu bekommen, Spaß zu haben. Also es war außerhalb der Schulzeit und die Nachmessung war dann wieder in der Schule, aber es war praktisch kein Lernbehelf der Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrer haben uns unterstützt und haben die Kinder daran erinnert, aber das war es auch letztlich. Also so war ungefähr jetzt ganz schnell zusammengefasst das Schulendesign und das war jetzt ein großer Aufwand, weil natürlich sehr viele beteiligt waren, aber es war ein Standard-experimentelles Design mit einer Treatment-Gruppe und der Placebo-Gruppe mit der Lern-App, die ohnehin existiert, also mit der Standard-Lern-App. Aus meiner Sicht ist es ein Irrsinn, dass wir 50% unserer Ressourcen nicht nutzen. Als Industrieunternehmen haben wir folgende Herausforderung, dass wir zu wenig Fachkräfte im MINT-Bereich haben. Das ist auch ein wesentlicher Wachstumshemmer und wir setzen alle möglichen Aktivitäten, um mehr Jugendliche für den MINT-Bereich zu begeistern. Mädchen nicht anzusprechen, macht einfach keinen Sinn und deswegen unterstütze ich diese Initiative, um hier junge Mädchen zu begeistern, in den Bereich Technik zu gehen. Ich umgebe mich mit lauter Technikern und somit habe ich mir einiges an Know-how aneignen müssen. Wäre gut gewesen, wenn ich das auch schon im Studium gemacht hätte. Ist das wirklich kulturell bedingt? Ja? Also wie man an der ganzen Geschichte sieht, ist ja in aller kürzester Zeit gelungen, wirklich substanzielle Fortschritte zu schaffen. Ist unsere Gesellschaft noch immer so eigentlich so alten Rollenbildern verhaftet und gibt es diesen Unterschied tatsächlich gar nicht? Ja, ich meine, vielleicht einfach kurz die Lanze zu brechen für Verhaltensänderungen, oder? Die gehen extrem schnell und sind total einfach, aber wir mögen sie nicht. Full stop. Das heißt, wir können extrem schnell, und das machen wir jetzt als Pferdweiß seit 10, 12 Jahren, wir können innerhalb kürzester Zeit ohne Probleme, kann ich Sie, die Sie alle hier sind, mit feinen, einfachen Treatments zu Egoisten machen, oder ich kann einen Großteil von Ihnen zu Altruisten für kurze Zeit machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wir können Verhalten eigentlich sehr, sehr schnell und einfach ändern. Und die mehr, dass man Kultur und Verhalten nicht ändern kann, ist natürlich ein Schwachsinn, weil ich sage immer ganz gern, die Evolution bedingt nicht, wie wir sind, oder? Und das iPhone ist nicht auf den Baum gewachsen, sondern ist eine Kulturleistung. Und damit ist es so, dass wir Menschen unsere Umgebung beeinflussen und wir sind dafür verantwortlich, was passiert und was nicht passiert. Oder wie ein Harvard-Ökonom und Ethnologe mir vor einer Woche gelehrt hat, ist, dass wo ich gesagt habe, ja, das männliche Vorherrschaft in der Gesellschaft ist eigentlich schon sehr, sehr lange, sagt er, das ist ein völliger Schwachsinn, das gibt es seit 5, 6, 7.000 Jahren und ist ein Artefakt, wenn man das genauer anschaut, dass es so nicht geben muss. Also ganz, ganz wichtig, Kulturleistung ist etwas und die Frage ist, können wir Menschen Kulturleistungen quasi verändern? Natürlich können wir es verändern, wir müssen das nur wollen. Und ich glaube, die Frage, Paul, geht dahin, ist das biologisch bei Mädchen oder ist das eher gesellschaftlich bedingt? Und was wir dort sehen, ist natürlich im Alter von 5 Jahren haben Mädchen eigentlich noch verhältnismäßig großes Interesse für diese Fächer und für dieses Thema. Und im Alter von 7, 8 Jahren nicht mehr. Also
Und wir sehen auch, dass biologisch in diesen Jahren nicht sehr viel passiert. Es passiert natürlich was, aber es passiert nicht so viel, wie das zwischen 12 bis 15 ist. Sprich, das lässt die Hypothese zu, dass es nicht wirklich biologisch ist, sondern es ist ganz, ganz klar ein gesellschaftliches Phänomen. Und dann ist die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist es? Sind es die Kinder, sind es die Eltern, sind es die Klassenkolleginnen oder Kollegen, sind es die Lehrerinnen? Wir hatten ja die verschiedensten Mythen. Ich glaube, ist es die Verweiblichung der Schule, die die Mädchen so schwach macht auf diese Fächer und so weiter und so fort. Und wir haben uns das angeschaut. Und ich glaube, man kann sagen, ja, es passiert in dieser Zeit was. Und man kann sagen, es gibt verschiedenste Feedback-Mechanismen, die Mädchen in dieser Zeit das Feedback geben, dass sie das nicht gut können. Und was wir in diesem Spiel gemacht haben, ist eigentlich nichts anderes, wie einen systematischen, nicht invasiven Feedback-Mechanismus für Mädchen zu generieren, die den Mädchen einfach nicht sagen, ihr seid super, oder? Sondern den Mädchen einfach das Feedback zu geben, wie sie wirklich sind, nämlich, dass sie Mathe gut können, dass sie auch in anderen naturwissenschaftlichen Fächern eigentlich gute Leistungen bringen. Genauso wie das Buben machen. Und um das abzuschließen, Buben haben halt kein Problem damit, oder? Also ich habe zwei Buben zu Hause, oder? Wenn ich die einlade in einen Wettkampf, dann machen sie das für Dinge, wo sie gut können, wo sie so semi-gut können und wo sie nicht gut können, oder? Weil sie einfach das lieben, einen Wettkampf zu machen. Und das sehen wir auch aus der Empirie. Bei Mädchen ist das nicht so. Und die Vermutung ist, gesellschaftlich bedingt ist und dass man mit einfachen Treatments das verändern kann. Also hier die Aussage ganz, ganz klar ist, das ist ein großer gesellschaftlicher Hebel, den wir hier haben. Die Studie befasst sich ja jetzt sehr stark eben mit den Kindern und dann mit den Mädchen. Aber welche Rolle spielt eine gewisse MINT-Aversion vielleicht schon bei den Lehrern beziehungsweise bei der absolut großen Mehrzahl der vorhandenen Volksschullehrerinnen in Österreich, die vielleicht auch schon, haben die vielleicht so ein bisschen ein Mindset von Hui und den Werkunterricht, das können wir irgendwie spritzen und beim Turnen lassen wir es halt irgendwie Völkerball spielen. Ist das auch ein Punkt, an dem man vielleicht irgendwie ansetzen kann und sagen kann, die Leute, die unsere Kinder unterrichten, mit welcher Einstellung gehen die rein? Ich möchte ganz kurz antworten. Also natürlich sind die Lehrer und das Umfeld und die Eltern, die sind alle sehr, sehr wichtig und da kamen wir auch am Anfang her, auch in der Diskussion mit der Therese Nies. Wir haben uns dann nur überlegt, wo können wir am besten ansetzen und wo können wir auch die breite Kinderschaft sozusagen erreichen. Und es ist sehr viel schwieriger, die Eltern zu erreichen. Das haben wir von anderen Wissenschaftlerinnen in der Bildungsökonomie gehört. Das ist schon wahnsinnig schwierig, überhaupt eine hohe Rücklaufquote von Elternfragebögen zu bekommen. Wir haben eine sehr hohe. Aber das ist normalerweise sehr, sehr schwierig, diesen Kontakt zu Eltern und dann auch eine repräsentative Stichprobe zu erhalten. Und deswegen kamen wir drauf, dass wir die Kinder direkt adressieren wollen, ohne auf das Umfeld, auf die Erwachsenen angewiesen zu sein. Aber der Punkt ist auf jeden Fall berechtigt und wir wissen bereits aus anderen Studien, dass die Lehrer, es gibt eine ganz neue Studie von Kalana aus 2020, die zeigt, dass die Stereotype der Lehrer wichtig sind für das Selbstbewusstsein in Mathematik bei den Mädchen. Und die Leistung ist gleich in der Studie zwischen Mädchen und Burschen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das Selbstbewusstsein variiert und sie finden, dass wenn die Lehrer weniger Stereotype haben, dann haben die Mädchen höheres Selbstbewusstsein und entscheiden sich dann eher für den Mathe-Schwerpunkt. Also hier gibt es schon Empirie und man könnte weiter darüber nachdenken, wenn man das ausrollt, auch weiter die Eltern zu integrieren, dass die Eltern mit den Kindern spielen, dass man nicht nur das Mindset der Kinder verändert, sondern auch das der Eltern und der Lehrer. Ich komme aus der Technologiebranche, stehe für ein Technologieunternehmen. Wir gestalten mit Technologie jede Branche um. Jeder Geschäftsprozess wird durch IT transformiert. Und wenn wir das nur aus der Sicht und aus der Brille der Hälfte unserer Gesellschaft machen, dann werden wir ein Riesenpotenzial vergeben, die andere Hälfte an Konsumenten, an Mitarbeiterinnen, an Usern zurückzulassen. Und auch das können wir uns nicht leisten, denn Technologie ist ein Schlüssel für viele, viele gesellschaftliche Herausforderungen. Und die wollen wir natürlich nicht nur aus einer Brille bedienen. Auch da brauchen wir das gesamte Potenzial in den Unternehmen und durch Technologie. Und daher
geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei, als Mädchen für MINT zu begeistern. Darf ich vielleicht auch noch einen Punkt zu dem Thema Lehrer von vorher sagen? Ich glaube, dass das auch teilweise, ja, oder das ist ja nicht bewusst von den Lehrern. Also ich glaube ja nicht, dass die jetzt bewusst Mädchen irgendwie da benachteiligen wollen oder Burschen bevorzugen wollen in Mathematik und umgekehrt wiederum in den Sprachen, sondern das ist eben, wie gesagt, einerseits ist das so ein bisschen das gesellschaftliche Denken und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen eine Art Angst, sage ich jetzt einmal. Wir haben das gemerkt, ich war früher stark in der jungen Industrie engagiert und wir haben damals eine Aktion mit dem Technischen Museum Wien gemeinsam, dass wir einen Lehrgang für Kindergartenpädagoginnen, sage ich jetzt einmal, ich glaube, es waren bei den 70er Pädagogen ein Mann dabei, also sage ich jetzt mal großteils Pädagoginnen, wo wir ihnen einfach einige technische Bereiche näher gebracht haben, die sie dann in den Alltag im Kindergarten inkludieren können. Und das Feedback und auch das Interesse war extrem positiv. Also wir haben den Lehrgang auch immer wieder wiederholt und das Feedback von den Kindergartenpädagoginnen war, dass wir ihnen einfach auch eine Angst nehmen. Ja, also die wissen einfach teilweise nicht, warum kommt der Strom aus der Steckdose und deswegen haben sie auch ein bisschen Angst, dass die Kinder sie das fragen. Ja, also ich glaube, es ist einfach auch sozusagen einerseits dieses Bewusstmachen der Lehrer dafür, aber andererseits natürlich ihnen auch so ein bisschen die Basics an der Technik beizubringen und ich kann die Elisabeth Engelbrechts-Müller vorher auch nur bestärken. Also auch ich habe nicht Technik studiert und habe mir im Nachhinein oft gedacht, eigentlich schade drum. Ja? Eigentlich wäre das toll gewesen, wenn man Technik studiert hätte, wenn man sich von früh auf damit beschäftigt hätte, weil es einem natürlich einfach auch wahnsinnige Chancen gibt. Ja? Also ich glaube, sozusagen ist es wirklich das Ansetzen auf jeder einzelnen Ebene und deswegen wäre es auch so wichtig, dieses Thema breiter zu diskutieren und wie gesagt auch in die Lehrerausbildung stärker zu inkludieren. Also ich glaube, wie immer bei diesen Lösungen, das gibt eine Maßnahme löst nicht alle Probleme, es gibt keine Allheilmittel, es ist ein komplexes Problem, es geht um das Interesse, es geht dann später um ganz andere Dinge, wenn es um Berufsentscheidungen geht, geht darum, dass Frauen oft in der Minderheit sind, dann in technischen Studien, das nicht angenehm ist, möglicherweise für einzelne Frauen und so weiter und so weiter. Es gibt also viele Dinge, die Eltern spielen sicher eine große Rolle, wir haben schon gesprochen über diese sozialen Muster, diese Vorbilder, wir haben gesprochen über den Einfluss, den vor allem die Bezugspersonen haben, wenn sich die Identität herausprägt von jungen Menschen. Und das passiert eben so ab 4 Jahre ungefähr, wenn sie eine Theory of Mind entwickeln, wie die Entwicklungspsychologen sagen, und dann sehr schnell die nächsten Jahre und dann wird es etwas langsamer, aber nicht dann sind die Dinge schon relativ festgelegt, die Präferenzen der Leute, der Menschen, der Kleinen, der Jungen. Das heißt also, gerade in dem Alter von 4 bis 7, 8 passiert sehr viel. Und da gibt es wenige Bezugspersonen. Das sind die Eltern, sehr stark klarerweise. Die spielen eine ganz große Rolle. Das sind die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen, Lehrer, Lehrerinnen und vielleicht noch das engste Freundesumfeld. Und natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die immer auch mit zu berücksichtigen. Es ist allerdings gar nicht so leicht. Ich glaube, Therese Nies hat es gesagt, dass sehr vieles, was passiert, an möglichen Prägungen sehr stark unbewusst passiert. Ja, man muss also immer wieder bei entscheidenden Momenten vielleicht Leute auch daran erinnern. Erinnerungen sind ein ganz wichtiges Tool in der Verhaltensökonomie, sich Gedanken zu machen, was man damit symbolisiert und signalisiert. Also wenn ich ein Geschenk kaufe für ein Kind, ein 5-6-jähriges Kind, dann signalisiere ich was damit. Wenn es ein Baukasten ist oder ein Chemielabor, signalisiere ich was damit. Wenn es ein Puppenhaus ist, signalisiere ich was damit. Also das kommt nicht von ungefähr, aber ich glaube, das ist sehr stark auch unbewusst und wir sind alle geprägt durch unsere Sozialisation und geben damit gewisse Stereotype auch weiter an unsere Kinder und Enkel und wer immer es dann ist letztlich. Darf ich da vielleicht auch noch ganz kurz was dazu sagen, weil es mir das selber auch bei mir selbst auf sehr stark auffällt. Also ich habe 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Buben. Das wirklich Interessante ist, obwohl ich so stark mit diesem Thema konfrontiert bin, bin ich unbewusst genauso, wie es der Martin Kocher jetzt gesagt hat. Ja? Also wenn ich irgendwie über Mathematik nachdenke oder über Bauklötze, über Lego oder was auch immer, ich denke einfach zuallererst einmal an den Sohn. Ja? Und
dann im Nachhinein natürlich sagt man, nein, das ist für die Mädels auch was, aber der unbewusste Gedanke ist bei den Buben. Und ich bin jetzt mittlerweile auch schon in vielen Gesprächen, die ich mit Mädchen, mit Frauen gemacht habe, die in der Technik arbeiten und dort auch erfolgreich sind, frage ich dann meistens irgendwie so, weiß ich nicht, haben auch die Eltern gefördert, arbeiten die Eltern auch in der Technik, habt ihr Brüder, habt ihr Schwestern und so weiter. Und sehr viele von denen, ich möchte es überhaupt nicht pauschalieren, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, sehr viele von denen, die tatsächlich in der Technik sind, haben technikinteressierte Eltern und keinen Bruder. Ja? Weiß nicht, ob es da irgendwie eine Korrelation gibt oder was auch immer, aber sozusagen, es ist einfach etwas, deswegen sage ich immer wieder, wir müssen das in der Bewusstseinsmachung und auch im gesellschaftspolitischen Denken einfach ändern, dass Technik Burschen ist. Die Technik ist weiblich, sage ich immer wieder. Das wird auch noch länger dauern, bis man das tatsächlich umdenkt, aber es sind diese Stereotype Denken, ich kann es nur sagen, selbst in mir immer noch vorhanden. Und das muss man tatsächlich aktiv irgendwie versuchen zu bekämpfen. Na, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, die frühkindliche Erziehung, oder? Und die beginnt für einen Verhaltensökonomen bei -9 Monate. Weil dort sind die wichtigsten Elemente, die schief gehen können, und dann bis zum Alter von 6-7 Jahren, weil sich dann gewisse Elemente und Areale im Gehirn eigentlich verfestigen, sind einfach fundamental. Und das ist völlig wurscht, für welches Thema. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht, wenn ich hier ein Beispiel nennen darf, oder? Und ich glaube, die Kerstin hat das recht gut herausgearbeitet, es ist verhältnismäßig schwieriger, im pädagogischen Setup das Verhalten der Eltern zu ändern. Aber wir können das Verhalten der Kinder viel einfacher ändern. Und das heißt, dieser Umkehrschluss muss man einfach im Kopf machen. Und vielleicht, wenn ich in Winterthur und in Mainz haben Kolleginnen und Kollegen meines Bruders, Professor Ernst Fehr, haben eine Studie gemacht, Kids Win Study, wo sie auch mit einfachen digitalen Spielen und Wenn-Dann-Techniken versucht haben, Lernverhalten von Kindern massiv zu beeinflussen und kurzfristiges, in Anführungszeichen, also Geduld und so weiter bei Kindern zu steigern. Und ein Treatment oder ein Element war, und wir wissen, dass 30% der Eltern den Kindern am Abend nichts vorlesen. Oder? Und wir haben aber verhältnismäßig klare Daten, dass wenn Eltern vorlesen, Kinder erheblich bessere Schulleistungen zeigen. Was wir nicht wissen, ist, welche Kausalität das hat. Wir sehen nur, dass es eine Korrelation hat. Und das ist ein schönes Beispiel. Und wir haben den Kindern im Rahmen dieser Experimente wurde beigebracht, wie sie mit Wenn-Dann-Spielen oder Eltern dazu bringen können, dass sie beginnen, am Abend was vorzulesen. Also sie müssen sich das so vorstellen, dass was haben denn Eltern gerne, was die Kinder machen, zum Beispiel das eigene Zimmer aufräumen, oder? Und dann sagen die Eltern nicht, wenn du das Zimmer aufräumst, kriegst du ein Geschenk, sondern die Kinder sagen, wenn ich das Zimmer aufräume, dann liest du mir was vor, sowas in dieser Richtung. Und wir haben gesehen, dass das Treatment funktioniert. Also die Eltern beginnen vorzulesen, aber wir haben natürlich, und jetzt beginnt was ganz, ganz Wichtiges, die Eltern beginnen vorzulesen, aber wir haben keine Effekte in der Studie gefunden. Keine wirklich signifikanten Effekte. Und das sehen wir auch bei ganz, ganz vielen Themen, weil die Frage ist dann immer noch, liest du willig vor, machst du das gut, machst du das nicht gut, oder schläfst du neben deinem Kind ein, wenn du was vorliest, oder? Diese ganzen Themen, oder, die sind nicht. Das heißt also, die Qualität des Treatments konnten wir nicht überwachen. Oder? Und das ist noch ganz, ganz wichtig, und das sehen wir in ganz, ganz vielen Gender-Themen, oder wir sehen es auch quasi in Rassismus-Themen, dass wenn wir auf gewissen Elementen arbeiten und wir die Trainings nicht in der Qualität eigentlich im Griff haben, oder, sehen wir, dass die so heterogen ist, dass wir am Ende keine Effekte mehr haben. Oder? Und darum einfach nur nochmal hier abschließend, die Veränderung, und das kann ich jetzt einfach aus einem praktischen Effekt sagen, es mag logisch klingen, dass ich die Eltern verändern muss, das kann ich einfach nur aus einer praktischen Sichtweise sagen, ja, dann extrem hart das zu tun oder fast unmöglich. Also muss ich andere Mechanismen finden, wie ich es tun kann, oder? Und wir haben das gefunden. Wir haben seit 1790 oder 92, ich weiß nicht genau, in der Österreich haben wir Schulpflicht, oder? Ich glaube, halb Österreich hat sich damals aufgelehnt. Heute ist es quasi hoffentlich 250 Jahre später klar, wir haben Institutionen, die das machen können.
Und wir können in diesen Institutionen, können wir diese Kulturleistung bringen. Und Gott sei Dank ist die Erziehung nicht mehr quasi reine Elternsache, weil dann wären wir immer noch im 18. Jahrhundert. Und das ist die Vergesellschaftung dieser ganzen Themen und das ist einfach fundamental wichtig. Und das hat Effekte, die sind positiv. Oder? Aber das systematisch zu machen, ist schwierig. Ich habe eine spannende Frage gefunden, schon ein bisschen weiter oben von der Michelle, und zwar zu einem Mentoring-Programm als mögliches Add-on. Also ich habe da einfach wie daran gedacht, dass wenn wie bereits begeisterte junge Leute vielleicht ebenfalls junge Leute wegen dem Identifikationswert, weil die vielleicht sich eher verstanden fühlen von Gleichaltrigen oder vielleicht nur ein bisschen älteren Kindern, dass man die wie zusammenspannen könnte, um die dann wie zu begeistern. So à la, ich bin auch in diesem Fach und es ist total cool, komm, ich nehme dich mit, ich zeig dir's, und man kommt dann vielleicht so in eine Community rein, wo man diese Begeisterung dann auch lebt. Und das fand ich noch einen interessanten Ansatz. So junge Leute für junge Leute. Wenn man jetzt die Familien wieder rauslässt, ob man wie an das, ja, über das auch diskutiert hat. Darf ich da vielleicht ganz kurz was dazu sagen? Das ist genau richtig und perfekt. Also abgesehen von dem Thema Ausrollung von Ropidopio und potenzieller Weiterentwicklung oder wie auch immer, überlegen wir natürlich auch, was kann man sonst noch machen? Und genau so ein Thema ist dieses Thema Mentoring, ein bisschen MINT-Botschafter, Frauen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft in die Schulen zu bringen, aber eben auch Schülerinnen, ja, also HPL-Schülerinnen oder Studentinnen, die schon in dem Bereich sind, weil eben genau diese Distanz dann nicht so groß ist, ja. Also sozusagen im Kopf ist es schon vorhanden, jetzt muss man halt nur schauen, wie man das tatsächlich in eine systematische Umsetzung bekommt, wie man das organisatorisch, sage ich mal, so auf die Beine kriegt. Aber ich glaube, in den Köpfen ist es vorhanden und ich glaube, das ist genau auch das Wesentliche, weil, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, einmal Ropidopia spielen wird ja nicht reichen. Also wir sind da bei Kindern von 7, 8 Jahren, selbst wenn sich die einmal 4 Wochen für das interessieren, muss man ja versuchen, auch dieses Interesse aufrechtzuerhalten. Und genau da kommen dann eben solche Mentoring-Programme auch wieder ins Spiel, wo sie dann halt immer wieder auch mit diesem Thema konfrontiert werden. Ja, da gibt es Experimente zu Mentorenprogramme. Der Armin Falk, ich meine, hat in Deutschland gemeinsam mit dem Fabian Kosse und der Pia Pinger hat er, da gibt es so ein Programm, das heißt Balu und Du. Und da gibt es einige quasi schon Ergebnisse daraus. Und man sieht, dass Mentorenprogramme helfen, oder? Und speziell für sozial benachteiligte, also Kinder, die in sozial benachteiligten Milieus aufgewachsen sind, hinsichtlich Schulwahl, hinsichtlich dessen, dass sie sich interessieren, dass sie viel, viel geduldiger werden und andererseits auch viel, viel weniger eigennützig werden. Und das klingt jetzt irgendwo merkwürdig, aber Eigennutz ist nicht etwas, was einen viel weiterbringt, manchmal schon, aber im Langfrist nicht. Und ich glaube, was man dort gesehen hat, dass rein ein Jahr lang einen Freund zu haben, der einem nur zugewiesen wird, oder? Extreme Effekte hat, oder? Und da muss man wieder sagen, wenn wir das Thema von vorher aufnehmen, ich weiß nicht, Martin, bei allen wissenschaftlichen Themen verweise ich da gerne an dich, weil ich bin da immer systematisch ungenau. Ich darf das, ich bin ja kein Wissenschaftler. War eines der Ergebnisse, dass nicht nur die Kinder geduldiger und weniger eigennützig geworden sind, sondern dass das auch dann die Mütter und die Eltern geworden sind. Und das ist dann, sind dann Umkehreffekte, die dann nachher fürs Leben auch der ganzen Familie positiv sind. Das heißt, Mentorenprogramme wirken. Und die Frage ist, wirken sie auch im Bereich MINT, oder? Wir hatten jetzt da nichts untersucht, aber es gibt Ergebnisse zu Role Models und Mentorenprogramme auch im MINT-Bereich. Positive, muss ich mal dazu sagen, dass die halt einfach höhere Kosten verursachen. Sind schwerer zu organisieren als eine digitale Plattform. Man kann sie weniger gut skalieren auf große Skalierungen. Also insofern müssen sich diese Methoden auch ergänzen, klarerweise. Das ist ein entscheidender Punkt. Es geht ja auch nicht darum, vielleicht soll ich das noch dazu sagen, es geht nicht darum, nur darum, die Leute dafür zu interessieren, einen MINT-Beruf anzunehmen. Es geht einfach darum, dass die Leute mehr Interesse für diese Fächer haben und die Fächer, die Fähigkeiten, die sie da lernen, die jungen Kinder werden auch in anderen Bereichen gegeben, wie Digitalisierung, gegeben künstliche Intelligenz, werden auch in anderen Bereichen hilfreich sein, von denen man heute noch gar nicht weiß, wo sie hilfreich sein werden.
Bildungs- und Ausbildungsentscheidungen sind immer Lebensentscheidungen und deswegen so wichtig. Mir geht es darum, besonders Mädchen und Frauen zu ermutigen, auch Ausbildungen in Richtung Technik in Betracht zu ziehen. Warum ist das so attraktiv? Erstens einmal, Ausbildungswege in der Technik bieten tolle Karriereverläufe und interessanteste Tätigkeitsgebiete. Zweiter Punkt, bei uns, bei Infineon Österreich, wir schreiben Diversität groß. Wir sind fest davon überzeugt, je unterschiedlicher Teams sind, Nationalitäten, kulturell, Geschlecht, Männer, Frauen, je unterschiedlicher unsere Teams sind, umso höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, mit den besten Lösungen, Produkte und Technologien auf Märkte zu bringen. Das bringt mich zu einer der Fragen, die als allererste gekommen ist, nämlich das war eine Frage der Nachhaltigkeit. Und was die Sabine Herrlitschka da anspricht, ist ja natürlich irgendwie tolle Jobperspektiven und sonst was, aber du musst ja dann dranbleiben und du musst dich ja dort auch behaupten. Und dann kommst du als Frau in so eine Technikabteilung, weil du hast HTL gemacht und vielleicht dann das Studium gemacht oder was auch immer, dort sitzen aber trotzdem 10 Männer, die es irgendwie quasi alle mit dem Löffel gefressen haben und dort dann nochmal hochzukommen, das heißt also, wenn du in so einen Beruf gehst, dann musst du dich ja in Wahrheit einstellen als Frau auf relativ viel Gegenwind oder mehr leisten für gleiche Anerkennung. Was muss denn dann noch alles passieren, dass die dann auch in ihrem Job ankommen und letztendlich dort erfolgreich sind und zufrieden sind? Ich kann ein bisschen was dazu sagen, gibt nicht auch da jede Menge Studien dazu, auch vom Institut für höhere Studien. Wir haben ja eine Abteilung für Hochschulforschung, die sich auch beschäftigt mit eben den MINT-Fächern auf den Universitäten zum Beispiel. Und da tatsächlich zeigt sich, dass schon da natürlich die Quote von Frauen sehr gering ist und dass das in der Zufriedenheit, in der Art und Weise, wie man damit umgeht, schon Schwierigkeiten verursacht. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt Frauen, die das sogar positiv finden, gibt aber auch Frauen, die sich davon abgeschreckt fühlen. Ich glaube aber, dass das ein transitorisches Problem ist. Es wird immer mehr Fälle geben, wo es eben nicht nur eine einzelne Frau gibt in dieser Vorstandssitzung oder nur eine einzelne Frau gibt bei dieser Abteilung, die sehr technisch ausgerichtet ist. Aber es stimmt, auch da gibt es nicht klarweise Möglichkeiten des Mentorings, der Supervision, ähnliche Dinge, die gut funktionieren, ist aber auch nicht ganz einfach zu implementieren. Es gibt viele, viele Programme an Universitäten, es gibt viele Programme in Unternehmen. Ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Aber es dauert auch, man muss ganz klar sagen, das sind Dinge, die man nicht sofort verändern kann. Aber man muss halt überall ein bisschen weiterkommen. Und am einfachsten, glaube ich, kommt man bei den jungen Kindern weiter. Es ist viel schwieriger, im Berufsleben dann auch große Veränderungen vorzunehmen. Da, glaube ich, kann man nur mehr hoffen, dass man viele Frauen auch dazu bringt, in dem Bereich zu bleiben und auch Karriere zu machen. Also ich glaube, dass es einfach sehr, sehr stark auf dieses Thema Vermittlung von Rollenbildern geht. Ja. Also wir müssen es, und da setzt ja das Spiel auch sehr stark darauf an, wir müssen den jungen Mädchen einfach erklären, was sozusagen, erstens einmal, dass es Frauen in diesen Bereichen gibt, aber auch noch viel stärker die Jobs selbst erklären. Also was machen diese Jobs? Ja? Also die Vorstellung sozusagen, wie man in der Technik arbeitet und wie man als Forscher arbeitet, ist einfach immer noch sehr weit verbreitet eine falsche. Ja? Da braucht es Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit etc. Also ich glaube, es liegt an uns, ich erinnere mich, wir haben auch im Rahmen sozusagen einer Diskussion, die wir mit ein paar oberösterreichischen Unternehmen hatten, und da war auch der Rektor der JKU Linz dabei, der Meinhard Lukas, und der hat damals gesagt, es wird wesentlich sein, dass die Unternehmen sozusagen noch viel attraktiver werden und noch viel besser die Jobs sozusagen erklären, was eigentlich darin tatsächlich passiert, und aber auch die Universitäten die Studien noch attraktiver darstellen. Also ich will jetzt nicht sagen vermarkten, weil sie soll ja nicht irgendwas vermarkten, was es nicht gibt, aber wenn man an ein technisches Studium denkt, ist das einfach immer noch sehr, sehr trocken. Und ich glaube, es wird schon auch sozusagen daran liegen, wie kann man diese Studien auch wirklich attraktiver, praxisnäher etc. Auch für junge
Leute und somit auch für junge Frauen machen. Also da sind einerseits, glaube ich, ein bisschen die Universitäten, aber natürlich vor allem auch wir Unternehmen gefragt, wie wir eben sozusagen diese Jobs attraktiv darstellen, damit auch die Mädchen sich darin wiederfinden können und merken, was das eigentlich für tolle Jobs sein können. Ja. Ganz kurz nochmal zurück zu dir, Therese, mit der Frage, es geht ja weiter. Ich glaube, wir haben auch hier sogar gerade in Planung einen Termin. Magst du da noch im Schluss? Genau. Also sozusagen, es geht weiter. Wie gesagt, habe ich vorher erklärt, einerseits auf den Schulen, andererseits sozusagen einfach die Überlegungen, wie mit Firmen in Kontakt zu treten, um das Spiel auszurollen, um es aber auch weiter zu entwickeln, aber eben auch um das Ganze ein bisschen systematischer aufzustellen, das Thema Mentoring-Programm etc. Das muss man sich einfach jetzt genauer anstellen. Wir planen auch eine weitere Veranstaltung am 9. März, soll die stattfinden, wo einfach ein bisschen mehr sozusagen auch noch stärker auf die gesellschaftlichen Implikationen Bezug genommen wird und wo auch ein bisschen stärker sozusagen dann auch auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft Bezug genommen wird. Und weil es in einem der Kommentare auch drinnen war, sozusagen, wo sind die männlichen Vorstandsvorsitzenden, das ist sehr richtig, ja. Es gibt diese tatsächlich, wie gesagt, ich habe sie geschrieben, wir hatten einfach schon, ich sage jetzt mal, genug Statements von Frauen, aber genau bei so einer Veranstaltung muss dann natürlich auch ein männlicher Vorstandsvorsitzender am Podium sitzen, weil das Feedback, das wir immer bekommen, das Interesse ist natürlich bei den männlichen Vorstandsvorsitzenden auch gegeben. Die sind sich natürlich auch bewusst, dass da ein Potenzial schlummert, das gehoben werden muss. Also vielen Dank. Kerstin, du hast irgendwie noch... Ich möchte noch mal einmal ganz kurz eine Lanze schlagen zu unserem Ansatz, nämlich diese psychologischen Faktoren zu verändern, weil wir da wirklich diesen Gender-Unterschied auch sehen und ich da auch ein großes Potenzial sehe, wenn wir das schaffen, das Selbstbewusstsein, dieses Growth-Mindset, dass Mädchen und Frauen lernen, an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben und nicht bei einem Fehlschlag. Da gibt es auch Studien dazu, dass Frauen zum Beispiel auch häufiger ihr MINT-Studium oder ihre Ausbildung hinschmeißen, weil sie vielleicht schlechte Noten haben und denken, diese Noten, die kommen daher, dass sie schlechte Fähigkeiten haben. Also diese Attribution auf Talent, auf fehlendes Talent ist bei Frauen scheinbar stärker ausgeprägt als bei Männern. Das heißt, da muss man dran ansetzen und von früh auf sagen, nein, man kann in jedem Fach was lernen, ganz unabhängig auch vom Geschlecht. Und das macht keinen Unterschied, ob du Mädchen oder Junge bist, du kannst in Mathematik was lernen, du kannst in Deutsch was lernen und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da an diesem Growth Mindset, an Durchhaltevermögen auch arbeiten, damit wir nicht nur das schaffen, dass mehr Mädchen sich für MINT interessieren, sondern auch lang anhalten, diese Ausbildung durchziehen, dann auch wirklich in den Beruf eintreten und selbstbewusst sind, auch langfristig in einem männlicher dominierten Beruf tätig zu sein. Wir bleiben an dem Thema dran und ja, im März geht es dann weiter mit dem Thema. Und vielen Dank allerseits. Schönen Abend.